Falls Sie einen verlustbringenden Roboter festgestellt haben, sollten Sie ihn abschalten. Dann müssen Sie die Trades übernehmen und separat behandeln. Genau, zurück zu unserem Thema von verlustbringenden Trading-Robotern. Was soll man tun, wenn der Roboter versagt? Wir haben über das Versagen von Trading-Robotern gesprochen. Es kommt vor, wenn der Algorithmus, der den Handel von ihrem Handelskonto aus bedient, fehlschlägt und Geld verliert. Falls der Roboter stets Geld verliert, soll das heißen, dass er quasi kaputt ist und immer Verluste bringen wird. Sie haben Ihren Trading-Roboter entwickelt und getestet, entweder in einem historischen Tester oder in einem Vorwärtslaufverfahren mit Papiergeld. Falls alles in Ordnung ist, können Sie ihn für echtes Geld anwenden. Der Roboter kann Ihnen eine gewisse Zeit Gewinne gebracht haben, aber der Markt behält Sie stets im Auge und wartet, wenn Sie verlieren werden. Wir können sowohl gewinnbringende als auch verlustbringende Roboter katalogisieren. Weil Sie einen verlustbringenden Roboter festgestellt haben, sollten Sie ihn abschalten. Dann müssen Sie die Trades übernehmen und separat behandeln. Aber es gibt auch wirklich schlimme Roboter, wie der da, die Geld massenweise verlieren. Da müssen Sie die Ursache feststellen. Sie müssen die Fixkosten bereinigen. Wie in jedem Geschäft hat auch das Trading-Geschäft seine Fixkosten. Dies betrifft sowohl den Broker als auch den Händler. Wir bezahlen Provisionen, Swaps, Overnights und Spreads. Weil Sie all diese Fixkosten von den Statistiken Ihres verlustbringenden Roboters abgesetzt haben und der Roboter trotzdem kontinuierlich verliert, dann haben Sie einen echten Verlierer festgestellt. Und das ist gut. Denn die meisten Roboter handeln willkürlich. Sie sehen eine zufällige Kurve und freuen sich, wenn sie ansteigt, aber dann fällt sie plötzlich und im Endeffekt ist es kostenbereinigt eine zufällige Linie, aber inklusive Kosten geht ihr Eigenkapital kontinuierlich zurück. Sie müssen dem ein Ende setzen. Kann ein schlechter Roboter repariert oder umprogrammiert werden, um wieder Gewinne zu bringen? Es ist eine der Möglichkeiten. Sie können einen bestehenden Roboter auf eine Gegenstrategie umprogrammieren. Jedes Mal, wenn Sie kauften, müssen Sie verkaufen. Wenn Sie auf Take-Profit drückten, müssen Sie auf Stop-Loss drücken. Und wenn Sie auf Stop-Loss drückten, müssen Sie auf Take-Profit drücken. So werden Sie das System auf das Positive umstellen und statt Verluste Gewinne bekommen. Die andere Möglichkeit besteht darin, den verlustbringenden Roboter in ein System zu versetzen, das Handelssignale invertiert. So lassen Sie den verlustbringenden Roboter auf dem Demokonto laufen und den invertierten Roboter auf dem echten Handelskonto. Die invertierten Signale werden ans reale Konto gesendet, aber Sie müssen beachten, dass Ihnen Fixkosten auch auf dem Empfangskonto anfallen. Aber seien Sie vorsichtig, Ihr verlustbringender Roboter muss wirklich gut sein und alle Kosten decken, dann wird er Gewinne generieren. Bernhard, vielen Dank, dass Sie uns alles so genau erklärt haben. Es hat mich sehr gefreut. Danke, Jessica. Das war's von uns, aber wir möchten wissen, wie Sie das Interview finden und freuen uns auf Ihre Likes und Kommentare.